Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler der NMS GW Papstgasse. Ich begrüße Sie als Schulleiterin alle sehr, sehr herzlich zu dieser Präsentation der Schulpartnerschaft mit den Wiener Symphonikern. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich begrüße ganz herzlich mit großer Freude Frau Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, Frau Dr. Claudia Schmidt. Danke fürs Kommen. Mit großer Dankbarkeit begrüße ich Frau Bezirksvorsteherin Hermine Moosbeutner, dass sie heute an ihrem besonderen Tag zu uns gekommen ist. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Ich bedanke mich bei der Bezirksvorstehung für die Einladung hier in diesen schönen Saal, in den Festsaal der Bezirksvorstehung. Das ist für uns eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Ich möchte mich auch bedanken für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Bezirk, für die große Unterstützung, die wir immer wieder erfahren, nicht nur in finanzieller Art, sondern auch tatkräftige Unterstützung. Herzlichen Dank. Ganz herzlich begrüße ich auch von den Wiener Symphonikern Herrn Johannes Neubert. Herzlich willkommen bei uns. Vom Stadtschulrat für Wien unsere Frau Bezirksschulinspektorin, Frau Elisabeth Rebulusk. Und Herrn Bezirksvorsteher Stellvertreter, Herrn Josef Keindl. Herzlich willkommen. Ich bin heute Abend ganz besonders stolz, Schulleiterin dieser Schule zu sein. Es ist etwas ganz Besonderes für uns, die Schulpartnerschaft mit den Wiener Symphonikern eingegangen zu sein. Eine besondere Ehre und auch eine besondere Herausforderung für uns. Es liegt an der Arbeit, an der Begeisterung von Ihnen, von den Musikern und Musikerinnen. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Und ich danke allen Mitwirkenden und vor allem den engagierten Lehrern und auch den Eltern, die uns unterstützt haben. Herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen auch noch die beiden Projektleiterinnen vorstellen. Von den Wiener Symphonikern, Frau Magister Bettina Büttner-Kramer. Und von schulischer Seite Frau Schulrätin Christine Sirch. Möchte mich dazu einmal guten Abend. Ebenfalls tolle Geste finde ich, dass eine Frau Bundesministerin bei so einer Veranstaltung hier anwesend ist. Finde ich ganz bemerkenswert. Möchte sie herzlich begrüßen und den Dank an die Schule im Prinzip sehr, sehr herzlich zurückgeben. Uns als Wiener Symphonikern ist die Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr, sehr wichtig. Wir haben das vergangenes Jahr auch auf neue Beine gestellt. Seitdem ist Bettina Büttner-Kramer bei uns im Team fix für solche Projekte zuständig. Natürlich geht es in allererster Linie darum, auch möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. Aber wir glauben, es ist auch sehr wichtig, ab und zu mal sehr langfristig, perspektivisch und vertiefend mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. So ist diese Idee einer Schulpartnerschaft entstanden. Und in dem Moment, wie sich dann die neue Mittelschule Papstgasse bei uns gemeldet hat, waren wir im Prinzip schon längst vorbereitet und offen für eine solche Partnerschaft. Also da, wo ich herkomme, nennt man das die Tür mit der Tür ins Haus fallen. Wir haben also diese Initiative sehr, sehr herzlich und gern aufgenommen. Freuen uns natürlich auf das, was noch vor uns liegt. Die Zusammenarbeit ist jetzt mal auf 3 Jahre, 2012 bis 2014 angelegt. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir hätten uns, glaube ich, keine bessere Partnerschaft oder Partnerschule vorstellen können. Eine Direktorin, Lehrerinnen und Lehrer, die so engagiert hinter einem solchen Projekt stehen, das ist, glaube ich, wirklich sehr bemerkenswert. Vielen herzlichen Dank, herzliches Dankeschön an Sie. Und natürlich ganz genauso herzliches Dankeschön an unsere Musikerinnen und Musiker und last but not least an die Schülerinnen und Schüler, die mitgemacht haben. Ich glaube, die sind ja ohnehin heute Abend die Hauptpersonen.
In diesem Sinne, ich will es nicht weiter in die Länge ziehen, wünsche viel Vergnügen, danke, dass Sie da sind und alles Gute. Danke. Man hat mir gesagt, vorige Woche, ich möge mich kurz fassen. Gestern hat man mir gesagt, ich möge mich noch kürzer fassen, damit wir nicht so lang brauchen. Und da habe ich mein Zitat von den Marx Brothers zu Herzen genommen. Das sagt Groucho Marx in einem seiner Filme. Er spricht in Steno und das werde ich jetzt auch versuchen, in Steno zu sprechen, also kurz zu sein. Ich möchte nur einen kurzen Bericht geben, was gab es? Wir haben Projekte gehabt, wir haben eine Projektwoche gehabt. Die Kinder hatten das Vergnügen, bei Generalproben der Wiener Symphoniker dabei sein zu dürfen. Wir haben gebastelt, wir haben genäht. Alles, was ich vergessen habe, möge man mir entschuldigen. Es gab große Erfolge, kleine Rückschläge, manchmal sprachlose Lehrer, Schüler selten, die sprachlos waren. Aber ich muss sagen, ich glaube, es ist ein recht guter Erfolg geworden. Und ich tue es ungern, aber ich muss meiner Frau Direktor widersprechen. Sie hat gesagt, wichtigste Person bei den Lehrern ich, also ich sehe das nicht so. Wenn ich die Kollegen nicht gehabt hätte, die bei den Workshops dabei gewesen wären, die wirklich Knochenarbeit geleistet haben, und wenn ich die Kollegen jetzt nicht hätte, die draußen vor der Tür stehen und die Kinder in Schach halten, bis sie rein dürfen, wäre das Projekt nicht gelungen. Und außerdem haben die Kollegen Stunden gehalten, die wir nicht gehalten haben, weil wir hier gearbeitet haben. Herzlichen Dank an meine Kollegen. Thank you.
Wer ist Peer Gynt? Ein junger, wilder Bauernbursch. Ein ziemliches Großmaul. Ein Aufschneider, der Fantasie und Wirklichkeit nicht unterscheiden kann. Aus Abenteuerlust, vor allem auf der Suche nach seiner Identität, zieht er von Norwegen hinaus in fremde Welten und Kontinente. Bis nach Marokko und Ägypten führt ihn seine Reise, während zu Hause seine einzig große Liebe Solveig auf ihn wartet. Peer Gynt, die Geschichte. Peer Gynt war im ganzen Dorf bekannt als der Lügenmärchenerzähler. Er wurde von allen verachtet und seine liebe Solveig wollte nichts von ihm wissen. Er sagte voller Traurigkeit: Ich würde meine Seele verkaufen, damit ich mit ihr glücklich werden kann. Das hörte der Teufel doch gern. Er tauchte auf und verlangte seine Seele für den Wunsch, mit Solveig für immer zusammen zu sein. Und das geschah auch. Als sie glücklich verheiratet waren, kamen eines Tages viele grausame Wesen. Die Trolle, Orks, Werwölfe, Vampire, Geister und Zombies. Sie verwüsteten das Dorf und griffen alle an. Ein Vampir biss Solveig und sie starb. Peer konnte nichts dagegen tun. Als das gesamte Dorf ausgelöscht wurde, wollten sie auch Peer töten und ihn zu einem von ihnen machen, denn er hatte seine Seele an den Teufel verkauft. Doch im letzten Augenblick tauchte der Gevatter Sensemann auf und sagte: Los, hinfort mit euch, Abschauen des Teufels, die aus der Hölle kommen. Er hatte eine so mächtige Aura, dass die Wesen wegrannten. Er schaute Peer an und sagte: Mein Name ist Dennis und weil die Liebe deines Lebens starb und nun der Vertrag gebrochen ist, bist du frei. Aber du hast eine Möglichkeit. Gib mir deine Seele und deine Liebe darf in den Himmel hinauf oder sie muss in die Hölle. Wesen, die von einem unreinen Wesen getötet werden, müssen in die Hölle. Peer antwortete: Ja, ich opfere mich, damit meine Liebe in den Himmel darf. Nun so sei es, junger Mensch. Das war die Geschichte von Peer Gynt, der sich für seine Liebe opferte. Die Trolle Olbjad und Sornosch sind betrunken. Honga bongo shakongo. Poco futu poco. Aku takata kotsiko. Huchu ho. Aku shaka. Ho putu. Aka. Aku Aku cha. Baba hutu. Aku ka. Hombo. Ashiko. Go go go. Look 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 look. Ok. Die beiden Trollmädchen Estina und Rostine streiten miteinander. Stai ist der Wolle, Stailo! Toka stai zu stoi, Tivi! Nicht hoste, Dailo, wo! Tak stoi, Tivi, tu! Neuasta! Pai, tusti! Ja, noka staste! Deche na buistu! Ne, doste! Tak stai, Tivi! Da stoste da! Te bestemstu! Neue da foteste! Schon der erste Satz im Drama lautet: Per, du lügst! Pers Mutter reagierte damit auf einer seiner unzähligen Lügen- und Fantasiegeschichten, mit denen Peer Gynt versuchte, der tristen Realität zu entfliehen.
Per, wo warst du denn? Ich warte schon seit langem auf dich. Mama, weißt du, was ich heute erlebt habe? Was denn? Erzähl es mir. Ich gehe im Park und gehe spazieren. Auf einmal treffe ich Megan Fox. Wen? Megan Fox. Und einfach so gab sie mir 1000 Euro. Das soll ich dir glauben? Ja, und dann fragte sie mich, ob ich weitere 1000 Euro verdienen möchte. Natürlich wollte ich das. Da bat sie mich, ihre Einkäufe zu ihrer Villa zu bringen. Und weißt du was? Alles war mit Diamanten besetzt. Aber warte kurz, ich weiß noch etwas. Ja, ich weiß, dass sie mich verliebt ist. Ach, Per, warum bist du so ein Lügner? Glaubst du es mir nicht? Nein. Hi, Solveig. How are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm not feeling well at the moment. I'm nervous. Why are you so nervous, Per? Well, you see, Solveig, I have an important question. What is it, Per? What question do you have? I don't know how to ask this. Per, ask any question you like. It's okay for me. Okay, Solveig, you know how I feel about you. You are the most beautiful girl in the world, and I'm in love with you and want to spend my life with you. Therefore, the question I want to ask is, will you marry me? Oh, no. Pia, that's wonderful, but at the moment I can't because my parents don't allow it. Oh, no, my heart is breaking. I will die, but I love you so much. Please don't leave me. I can't live without you. What shall I do without you? Per, I love you too, but I cannot change it. Per Gins große Liebe war Solveig, eine junge Frau, die trotz vieler Enttäuschungen immer zu Per steht. Als dieser schließlich nach jahrzehntelangen Reisen und vielen Abenteuern mit anderen Frauen arm und alt nach Hause zurückkehrt und um seine Seele fürchten muss, stellt sich Solveig, die ihr ganzes Leben auf Pergins Rückkehr gewartet hat, schützend vor ihn und rettet ihn. Thank you.
Schau mir ins Gesicht und du wirst mich lachen sehen, denn ich bin glücklich mit meinem neuen Freund. Schau mir ins Gesicht und du wirst sehen, wie gleichgültig du mir bist, denn ich habe dich nie richtig geliebt. Aber schau mir nicht in die Augen, denn da würdest du die Träne sehen, die dir sagt, dass alles nur Lüge ist. Denn in Wahrheit weine ich, bleibe stehen und sage dir, dass ich dich lieb, noch immer, für immer. Wenn ich dich sehe, bin ich glücklich und fühle Schmetterlinge in mir tanzen. Könnte ich mich doch in die Lüfte heben, mit ihnen den fröhlichen Flug zu tanzen. Wenn ich dich sehe, fühle ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Es gibt so viele Worte, mit keinem kann ich es beschreiben. Ich glaube, man nennt es Liebe, doch ich weiß nicht, wie soll ich sie beschreiben. Tief in meinem Herz sind diese Worte zu finden, doch ich vermag nicht, sie richtig zu verwenden. Keins der Worte könnte dich beschreiben. Ich kann es nicht in Worte fassen, was an dir besonders ist für mich. Ohne meinen Mund kann ich nicht essen, ohne meinen Augen kann ich nicht sehen und ohne dich kann ich nicht leben. Ich vermisse dich. Jemand flüstert deinen Namen. Ich drehe mich um, doch ich war allein. Auf einmal bemerkte ich, dass es mein Herz war, das mir sagte, ich möchte bei dir sein. Und wenn uns täuschen meine Tränen, bin ich froh, dass wir uns kennen. Denn du gehörst zu den Menschen, die man nie vergisst, weil du was Besonderes bist. Du bist für mich der Ass der Asse. Du bist ganz einfach superklasse. Und ohne dich war mein Leben leer. Das heißen soll, ich liebe dich. Ich liebe dich jeden Tag sehr, aber heute liebe ich dich noch mehr. Der Tini glaubte nicht an die Liebe, doch man führte zu einer Schiene der Liebe. Tränen, die bitten, verlass mich nicht. Tränen, die sagen, ich brauche dich. Tränen, die sagen, ich liebe dich. Lebe nie ohne Lachen, denn andere Menschen leben von deinem Lachen. Brief. Mein lieber Per,
ich sitze hier und schreibe dies Brief in der Scheune im Wald ganz tief. Du hast gesagt, dass du mich liebst und mir dein Herz für immer gibst. Doch am nächsten Tag nahmst du es zurück und mein Herz riss in tausend Stück. Ich versprach, ich warte auf dich, doch du achtest nicht auf mich. Mit dem Ross rittest du hinfort, die Sonne entlang an einen anderen Ort. Ich frag mich gerade, wo du bist und ob du mich ebenfalls vermisst. Mit plagender Sehnsucht blick ich zur Tür und in meinem Bauch türmt sich ein Gefühlsgespür. Ich verspüre so viele Gefühle und neben mir plätschert die Wassermühle. Neid erdrückt mich, wenn ich daran denk, dass du dich vergnügst mit Frau und alkoholischem Getränk. Tränen verlaufen die Wange entlang, weil ich mich allein fühl bei Windesgesang. Hass erdrängt mich bis zum Hals hinauf, doch auch Wut nimmt bald seinen Lauf. Mein Herz hat die Hoffnung noch lang nicht aufgegeben, denn wenn du zurückkommst, bin ich noch am Leben. Ich hoffe, bei deiner Reise wird dir klar, dass dein Zuhause hier ist. Das ist wahr. Dass du zurückkommst, dazu kann ich dich nicht zwingen. Doch ich bitte dich und will dich zur Vernunft bringen. Liebe für die Ewigkeit, deine Solveig. Das Laub, es fällt, leuchtet feuerbunt und schön. Die lange kalte Nacht wird wohl irgendwie vergehen.
Kontrolle. Unheimliche Fabelwesen, die seit Urzeiten in Norwegen ihr Unwesen treiben sollen. Nach den alten, fast vergessenen Legenden gibt es eine Vielzahl verschiedener Trolle. Einige von ihnen sind Riesen, andere wiederum von kleinem, zwerghaften Wuchs. Alle jedoch haben eine lange, gebogene Knüppelnase, an jeder Hand nur jeweils 4 Finger und an den Füßen auch nur je 4 Zehen. Einige haben nur ein Auge, mitten auf ihrer faltigen, ledrigen Stirn. Andere wiederum 2 oder sogar 3 Köpfe. Der Legende nach sind die Trolle Kreaturen, die sich nur im dunklen Wald und nur in der Nacht bewegen. Denn durch den direkten Kontakt mit der Sonne kann ihre Haut Risse bekommen. Und auch der Klang von Kirchenglocken macht sie machtlos. Good afternoon, stranger. I'm the Mountain King and that's my area. Hello, let me introduce myself. My name is Per Gunt. Per Gunt, you look like a handsome fellow. I have a daughter just your age. In fact, such a coincidence, I'm looking for a fitting groom. Actually, I was just passing through. I challenge you to marry my daughter. That's important for me and since I'm the king here. Thank you. I'm sure your Dada is a lovely girl, but I don't want to marry her. In order to marry her, you must become a troll, a real troll. You will look exactly like a troll. I said no. I'm very flattered, but it's getting late, so I should go. You are sure that you don't want to marry her? You won't follow my orders? That's your decision? Yes, that's my answer, and I won't change it. Well, then I don't think you will be safe here anymore. Der alte Troll Peptram fühlt sich sehr krank. Trollliebe, das Ende des Kampfes durch die Liebe. Eines Tages gab es einmal einen großen Troll mit einem Schwert, der spezielle Kräfte hatte. Er war der kräftigste Troll im Wald. Er besiegte jeden seinen Kämpfen. Er war einfach unbesiegbar.
Er hatte keine Familie, da er mit den Wettkämpfen zu beschäftigt war. Doch einmal passierte es, er sah eine Trolline, die ihm beim Kampf zuschaute. In diesem Moment verliebte er sich sofort. Nach dem Kampf folgte er ihr bis nach Hause. Leider war er zu schüchtern. Deswegen konnte er sie nur verfolgen und fand keinen Mut, sie anzusprechen. Er wusste aber, dass sie die Trolline seines Lebens sei. Am Ende eines Kampfes sprach er sie an. Die Augen funkelten und glänzelten, bis sie sich küssten. Sie verliebten sich ineinander, die Trolline schwebte im siebten Himmel. Bei jedem Treffen hatte sie Schmetterlinge. Sie wollte ihn heiraten. Er fragte sie, ob sie seine Trolline im Trollwald hinter den Trollenbergen sein würde. Nach einer Weile bekam er sie Kinder. Und der Troll hörte mit den Wettkämpfen auf. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Garibald ist der böseste Troll aus dem Märchenwald. Attenzione, che tu vuoi variati, musca variati, mossa variati, mossa balla mia, balla davi, mossa da balla davi, ma davi da balla ma, muhohohoho. Würden wir uns sehr freuen, wenn auch Sie bei diesem tollen Stück in der Halle des Bergkönigs mitmachen. Es gibt nämlich zu dieser Musik auch einen Text. Das ist so ein dunkler Ort, Trolle hier, Trolle dort. Warum kam ich bloß hierher? Ich fürchte mich so sehr.
Bewegung 2 geht so. Kreuz. Kommen Sie gut nach Hause und fürchten Sie sich nicht.